Doris und Jada umwerben den TV-Mode-Papst Bodo Maria Stäb. Kann Ralf seine Skepsis ablegen? Ben Aktion lässt Tina nicht kalt. Sowohl Jada als auch Doris wollen den TV-Mode-Papst Bodo Maria Stäb für sich gewinnen, um mit ihm ins Geschäft zu kommen. Er ist in Lüneburg und hat gerade im Drei Könige eingecheckt. Allerdings schirmt Amelie den Promi strikt ab. Jada gelingt es jedoch zu Doris, Ärger, Stäb auf sich aufmerksam zu machen. Aber Doris gibt so schnell nicht auf. Ralf ist skeptisch. Malte kann sich nun doch plötzlich erinnern, dass Annette ihn nicht niedergestochen hat. Aber wer war es dann? Annette hingegen will Malte unbedingt glauben. Doch dann wird ihr klar, dass Malte nur vorgibt, sich zu erinnern, um ihre Liebe wieder zu gewinnen. Tina ist gerührt von Bens Tulpenaktion. Und ihr wird endlich bewusst, dass sie einen Therapeuten braucht. Allein mit Meditation kommt sie nicht aus ihrem Burnout. Jorik hat Silkes Geburtstag vergessen. Auf der Suche nach einem Geschenk kann Amelie ihn von extravaganten Ohrringen überzeugen. Aber durch Zufall bekommt er mit, dass Silke sie abscheulich findet. Was nun?